Da wir länger auf unsere Heizungspumpe aus der Schweiz warten mussten, beschlossen wir, einen Ausflug an den Quai River zu machen. Nach einer gefühlten Ewigkeit auf grauenhafter Wellblechpiste erreichten wir das Dorf Mababe. Dort wurde nicht nur die Straße besser, sondern wir haben auch einige Spaziergänger entdeckt. Und schon bald entdeckten wir ein wunderschönes Fleckchen an einer kleinen Flussniederung mit einer großen Gruppe von Hippos. So toll! Hatten wir doch bis dato noch nicht wirklich viele Hippos vor die Linse bekommen. Wir haben es uns gemütlich gemacht und den Kolossen den ganzen Tag beim Familienleben zugeschaut. Sie vertreiben sich einen guten Teil der Zeit mit Dösen oder Rangkämpfen und kleinen Raufereien. Wobei das auch mal ganz schön hart werden kann. Wenn zwei Bullen ernsthafte Auseinandersetzungen haben, werden die vor allem mit den unteren Eckzähnen durchgeführt. Es gibt auch elegante Köpflermeister unter den Hippos. Irgendwie scheinen sie das zu genießen. Und wir machen es uns zum Lunch auf dem Dach gemütlich. Der Sound ist wirklich sehr speziell und weit zu hören. Der Nachmittag wird vor allem mit Faulenzen, in der Gruppe rumhängen und ein bisschen rumlaufen im Wasser verbracht. Das Gähnen ist ansteckend. Was sucht die bloß? Am Nachmittag wird nochmal so richtig gemütlich gedöst, bevor es dann am frühen Abend raus aufs Land zum Grasen geht. Das war ein total interessanter Tag mit den Hippos am Quai River. Und geschlafen haben wir hier auch gut. Nach dem Hippotag sind wir noch weiter bis zum Quai Village gefahren. Hier war dann Endstation für uns. Und so sind wir nach einem kurzen Besuch umgekehrt und haben uns langsam wieder auf den Heimweg gemacht. Diese Ausweichstelle kam gerade recht für die anderen Offroader. Wir sind gemütlich gerade ausgetuckelt. Water ahead? Wo denn? Weit und breit ist nichts zu sehen. Halt, stimmt nicht ganz. Dieser Sumpf war dann auch für Globi zu weit und zu tief. Ich bin fast selber mit der Kamera stecken geblieben, also um den See rum und die Kamera auf der anderen Seite aufgestellt. Peter fährt derweil großräumig um den Sumpf herum. Es gibt ja Gott sei Dank eine klasse Umfahrung. Gut, teilweise ist die Strecke ja ziemlich schaukelig. Da könnte einem fast übel werden. Sodele, bald ist auch das geschafft und wir können uns auf den Weg zurück nach Maun machen.
was nichts anderes bedeutet, als dass wir nochmals 80 Kilometer übelste Wellblechpiste unter die Räder nehmen dürfen. Aber das gehört schließlich dazu.